Versprochen ist versprochen. Olaf Scholz hat sein Wort gehalten. Trotz aktueller internationaler Turbulenzen war auch der Bundeskanzler zum symbolischen Spatenstich des neuen Bahnwerks in Cottbus. Wo jetzt noch eine Baugrube klafft, soll in wenigen Jahren das modernste Bahninstandhaltungswerk Europas stehen. Dieses Zukunftsprojekt ist die bisher größte Investition aus dem Strukturstärkungsgesetz in der Lausitz. Wenn Ostdeutschland weiter aufholt, dann ist das eine gute Nachricht für Deutschland insgesamt. Innovations- und Investitionsprojekte wie dieses hier schaffen ja nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze vor Ort. Aus ihnen wachsen ganze Cluster und Netzwerke. Sie erhöhen die Wirtschaftskraft, die Zukunftsfähigkeit und die Dynamik unserer gesamten Gesellschaft weit über die jeweilige Region hinaus. Und das ist entscheidend, um auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiges Industrieland zu bleiben. Und genau das ist unser Ziel. In Cottbus will die Deutsche Bahn zwei Werkshallen errichten. Im ersten Schritt wird eine 400 Meter lange zweigleisige Halle gebaut. In dieser sollen ab 2024 ICE-4-Züge gewartet werden. 500 rote Luftballons machten den Grundriss der neuen Werkshalle sichtbar. Sie symbolisierten auch die ersten 500 neuen Arbeits- und Ausbildungsplätze, die hier entstehen werden. Mit der zweiten Halle, die dann 2026 folgen soll, sind es dann insgesamt über 1200 Industriearbeitsplätze. Die Lausitz ist eine der wichtigsten und auch traditionsreichsten Industrieregionen Deutschlands überhaupt. Und sie hat in den vergangenen Jahrzehnten einen dramatischen Umbruch erlebt, den viele hier vor allem auch als Abbruch erlebt haben. Viele stellen sich besorgt die Frage, kommt da noch was nach der Kohle? Die Antwort lautet, ja, da kommt noch was. Da kommt zum Beispiel die Bahn mit 1200 neuen qualifizierten Industriearbeitsplätzen hier in Cottbus, mit 100 Ausbildungsplätzen, mit gut bezahlten Jobs auch für hochqualifizierte Industriemechaniker, Elektronikerinnen und Mechatroniker und Kolleginnen und Kollegen aus vielen anderen Gewerken, auch der Kohlewirtschaft. Dass es überhaupt so schnell geht, liegt an den beschleunigten Verfahren und zeigt die Wichtigkeit des Projektes. Für die Deutsche Bahn ist das Werk ein weiterer wichtiger Schritt zur klimagerechten Mobilitätswende. Die nötige Infrastruktur wird von und nach Cottbus weiter ausgebaut. Die Strecken nach Berlin und nach Dresden, nach Leipzig und nach Görlitz, nach Guben und nach Forst werden elektrifiziert, ausgebaut und modernisiert. Gleichzeitig erweitern wir unsere Flotte in großem Stil. Bis zum Jahresende will die Bahn über insgesamt 360 ICE-Züge verfügen, Tendenz steigend. Mehr Züge bedeuten auch einen erhöhten Wartungsaufwand und da kommt Cottbus ins Spiel. Die ICE-Züge werden in Zukunft nicht mit dem LKW ins Bahnwerk kommen, sondern sie werden über die Gleise kommen und Cottbus wird eine ICE-Anbindung bekommen. Wir müssen wir machen da richtig Druck als Land Brandenburg. Wir denken gerade danach, ob wir noch eine neue Organisationsform brauchen, so eine Art Taskforce oder ähnliches mehr. Das kann passieren, dass die schon in den nächsten Tagen und Wochen eingerichtet wird, um dann noch mal mehr Beschleunigung reinzubringen. Denn ich glaube, hier 24 werden hier in der Halle die ersten Züge gewartet und unser Ziel sollte es sein, möglichst zeitnah dann auch die ICE-Züge hier in Cottbus losfahren und enden zu lassen. Mindestens 1 Milliarde Euro fließen in das Vorhaben. Davon profitieren auch viele ortsansässige Bauunternehmen und Zulieferbetriebe. Zugutekommen soll es ja vor allem den hier lebenden Menschen. Dafür will die Stadt Cottbus ihren Anteil leisten. Das heißt, auch da sind wir in den Planungsrunden mit. Wir bringen, die Kommunen bringen sozusagen ihre Forderungen, aber auch ihre Abstimmungen mit ein. Und da sind wir ebenfalls auf einem guten Weg mit der Bahn, mit dem Land, dass da bald Start ist. Bereits im Sommer will die Deutsche Bahn die Cottbusserinnen und Cottbusser mitnehmen und in Bürgerveranstaltungen ihre Projekte vorstellen. Bis es soweit ist, kann man sich im Informationszentrum am Cottbuser Hauptbahnhof über das entstehende Bahnwerk erkundigen.